Das ist Amulett. Jetzt Amulett gesucht wird. Aber Inus sah, was geschehen war. What? So, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Und jetzt geht's zum Schiff der Paladine. Moment, aber da vorne ist noch ein... Na, wir gehen erstmal zum... Was zum Schiff? Wir gehen erstmal zum Schiff. Denn da kommen wir nämlich nicht drauf. Und warum das so ist, das sehen wir gleich, weil da so ein paar Paladine rumgammeln. Ganz genau, die gammeln da rum. Wie die da gammeln, Alter. Das sind die letzten Schiffsgammler. Lass mich durch! Moment, wo willst du hin? Aufs Schiff! Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff, Mann. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Deine Befehle sind Müll. Jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Junge. Im Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Sehe ich aus wie ein Ork? So, wir kommen hier nicht drauf, aber man könnte jetzt... Ritter. Wenn man es schafft, kann man hier an dem Seil hochklettern. Das ist echt witzig. Aber den Scheiß lassen wir besser. So, mal gucken. Warum wächst hier Gras? Ich glaube, da hinten ist nicht viel. Vielleicht liegt da irgendwas rum. Eine Waffe oder so. Da vorne sind auch ein paar Schiffe. Von wegen das einzige Schiff im Hafen. Ich meine, das ist das einzige große Schiff, aber es gibt ein paar Boote. Die müssen eigentlich funktionieren, wenn man hier weg will. Und das Schiff, das die im Hafen bauen, ist ja eigentlich auch nur eine Luftschale. Gut, hier ist gar nichts. Dann mit einem Körper ins Wasser und drüber da. Das war kein Kopf. Oh, seht euch das Wasser an, das ist doch geil. Mit den Sonnenstrahlen. Gut, raus hier. Die Schwimmmechanik ist genauso beschissen wie in Gothic 1. Warte mal. Da ist doch ein versunkenes Schiff. Na, wie dem auch sei. Wir gehen an den Strand. An den Strand, na komm. Das schaffst du. Und wir sind da. Gut, hier muss es einiges zu holen geben. Zumindest ein bisschen Junk und so. Feldklöterich, da haben wir doch schon was. Sehr schön. Und vielleicht ein paar Warane oder so, was weiß ich. Wir sehen mal. Hier gibt es auf jeden Fall Warane. Da ist eine Hütte. Was ist das? Klappmuschel. Oh, ich höre schon. Wo bist du? Da, okay, den schaffen wir. Oh, als ob wir den schaffen. Ja, okay. Verkackt. Gut, da geht es das erste nicht lang. Sehr schön, wir sind gleich mal gestorben. Sieht man nicht eure Waffen, Leute? Oder ihr könntet euch mal... Warum ist ein Varan so schwer für uns? Naja, mal gucken, was gibt's hier. Schauen wir da nochmal kurz vorbei. Wenn es da nichts gibt, dann gammeln wir wieder in der Stadt. Denn das Einzige, was wir hier noch abklappern müssen, ist... Lord Andres Gedöns. Und wir müssen nochmal mit Vardras reden und dann mal gucken. Wir haben einige Quests und so. Hallo, ist hier irgendwas? Irgendwas Wichtiges, irgendwas Spannendes, irgendwas Spezielles? Warum baut man Bolzen? Bolzen. Bolzen. Ja, sehr schön. Wir müssen mal bolzen. Komm, irgendein Goldsack oder so. Säge, fürs Herlaufen. Muss ja auch irgendeinen Wert haben. Erzbrocken. Alter, ein Erzbrocken. Seh mal einer an. Dumm, dass das keine Währung mehr ist. Was ist das? Urrostiges Schwert. Das ist scheiße. Da ist eine Kiste, da ist nichts drin. Gut, das war's offenbar. Dann geht... Silberne... Ah! Alte Münze, alte Münze. Okay. Na gut. Da haben wir doch was gefunden. Nicht schlecht. Gut, dann geht's wieder zurück. Und zwar in die Stadt. Wir müssen nochmal mit Vardras reden. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Als ob... Jetzt bleibt er da mitten in den Kästen hängen. Alter. Held, du bist unglaublich. Okay, hier vielleicht noch irgendwas an diesem kleinen, ekelhaften Strand. Da könnten wir auch hochklettern eigentlich. Wir könnten es mal versuchen, aber nö. Aber nein. So, hier dürfte kein Varan sein. Schauen wir mal. Fischsuppe. Da liegt ein Bett. Wer wohnt hier? Also das ist... Und das... Leute meinen, das Hafenviertel sei der Slum der Stadt. Als ob das der Slum wäre. Ich meine, schaut euch das an. Aber hier wohnt ja keiner. Oder? Bis auf die Varane, aber die zählen ja nicht. Gucken. Fisch. Oh, da vorne ist wieder das Viech, da sollten wir nicht hin. Wir gehen zurück, lieber. So, und jetzt auf, zurück in die Stadt. Und erstmal zu Lord André. Ja, da müssen wir jetzt wieder zurücklaufen. Und weil der Weg 50 Kilometer ist, sehen wir uns gleich dort.
Jo, warte, was geht, Land? Du alter Wasserschlucker oder so? Hier, erzähl mir mal was über den Ring. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Warum nicht? Cavalon hat mich zu dir geschickt. Cavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So, also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ich bin nicht dein Sohn. Jetzt erzähl mir endlich. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich... Junge! Ich habe da so eine Steintafel. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Okay. Hier? Ich habe noch eine Steintafel für dich. 30 EP. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke. Warte, mehr? Oh, Junge. Erzähl mir, kannst du mich... Ich will... Bla. Gut, was wollen wir... Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Herzukommen? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber cool. Ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du das hast du zum Frühstück gegessen. Wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Wollen wir es ihm erzählen? Ich weiß nicht. Wir können auch sagen, die Botschaft ist... Du Lappen, geh nach Hause. Okay, Drachen hier. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Wir sollen ja eigentlich niemanden erzählen. Ach, scheiß drauf. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich... Boah, wieder voll deprimiert, Alter. Wer bist du eigentlich? Deine Mutter... Ich bin ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Stoppt ihn! Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener. Ganz genau. Der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Es regnet das schon wieder. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Na, das daher passt doch da. Muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Sehr schön. Was müssen wir machen? Finde 10 Waldbären. Was muss ich machen? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn ja, jetzt halt die Maul, sag mir endlich, was ich machen muss. Musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Soll ich jetzt auch noch Ork töten? Kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Wir müssen schon wieder den Ork töten, ich verstehe. Okay. Ich habe den Schläfer gespankt, ist das groß genug? Ich habe den Schläfer besiegt, ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Das ist Schack. Dass deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das war glaub uns! Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Wir sind Hölz! Du dafür verantwortlich sein solltest. Reicht nicht. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Oh. Die Verbrecher des ganzen Landes. Oh Scheiße, das hab ich ganz vergessen. Frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Um die kümmern wir uns haben noch. Schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was muss ich da machen? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt?
Töte ein großes fünf Rätsel beschäftigt Corinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Verstehe. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen Textbox? Ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ja, ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Da müssen wir doch zur... Alles klar, das dauert also noch ein bisschen. Jetzt erzähl mir was davon. Erzähl mir etwas über den... Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich... Ja, ja, erzähl! Dir sagen, was... Mach! Wer gehört dazu? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren. Boah, als ob... Ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon... Ja, ja. Was sind die anderen Wassermagier? Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Corinis. Interessant. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Geil. Was ist damit? Erzähl mir mehr über den... Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Saturas? Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, der Sack auf dem ersten wenn du einer Teil. Von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr Was eigentlich? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn Belias mit Doppel-L die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Ja, das klingt okay. Und so weiter. Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgebracht. Bla. Die offensichtlichste stellen, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen. Es ja, gibt ja. jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Corinis versorgt werden. Hardcore? Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Ist das Wenn Hardcore? Du etwas oder über Jora? Die Sache herausfinden kannst, oder der andere? Das ist ja, wissen. Es gibt nur drei Waffenhändler, alles klar. Dann... Oh, fick dich, Mann. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Ah ja. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Ja, ja, halt's Wir Maul. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Das ist du gut. Du sollst darüber mit meinem vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Boah, Alter, als ob ich jetzt nochmal ins Hafenviertel renne. Das machen wir. Das werde ich tun. Wegen der vermissten Wegen Leute? Der vermissten... Ja? Wo soll ich die suchen? Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten. Bei mir im Keller, Alter. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Das wäre eine geile Antwort. Erzähl mir mal irgendwas. Was hast du bisher leider bla. Nichts wissen. Bla, okay. Zurück. Wegen des Waffenhändlers. Wegen die... Bla bla bla. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Wer ist er das? Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler... Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten... Warte, ich weiß, wer das Paladin ist. Ja, ich weiß, wer das ist. Okay. Zurück! Kann ich helfen? Gibt es etwas, das mir bei der... Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Krieg ich Hilfe. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein... Dass dir deine Augen. Ich werde Stand dir dieses Herzamulett mitgeben. Junge! Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Alter, Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Das ist sehr es schön kann für dir das Irrlicht. Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen. So wie wenn jemand einen fahren gelassen hat, die Wolke. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Aha. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Waffen? Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Awesome. Behandle es gut. Ah ja, alles klar. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Der Himmel reißt auf. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie und weiter? Sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Ja, weil es so viele Irrlichter im Mietteil gab. Gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehört. Ja, die verlebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. So wie alles im Spiel. Kreaturen ist nicht mehr zu helfen.
Du solltest ihnen Ah ja. So, solche Gegner kenne ich gar nicht, hä? Kann das ehrlich noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? So alles klar. Ich weiß, ist Ach, dem kann man was beibringen. Lehrmeister dieser Wesen. Der ist doch auch ein Wassermagier. Er ist von uns zur Zeit mit Satoras unterwegs. Genau! Vielleicht kann er dir mehr dazu. Gut. Satoras, ich meine Batras, ich will jetzt nicht so lange mit dir sprechen. Dankeschön! Danke. Bla. Oh nein, als ob ich das machen würde. Gut, mach mal einen Schnelldurchlauf. Was genau mit... Oh, scheiße. Nein, fick dich! Das machen wir ganz bestimmt nicht! Wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Okay. Gut, dann legen wir mal erstmal unseren Bogen wieder an. Das habe ich voll vergessen. Wo ist denn der? Warte, das ist besser? Okay. Kurzbogen und dann, wo ist das Amulett? Das ist das Amulett. Jetzt Amulett besucht wird. Aber Inus sah, was geschehen war. What? Und auch er betrat das Land. Und er erwähnt. Alter, das ist cool. Denk, mit dem können wir sprechen. Und Inus sprach. Such mir was. Such mir etwa. Und der Mensch. Such mir alles, was du finden kannst. So. Alter, das ist geil. Das kannte ich gar nicht. Im Waffenturm. Das hatte ich mir gedacht. Gut. Warte mal. Dann folgt mir. Ich folge mir. So. Aber Adanos ließ die Flut kommen. Im Waffenturm sind Waffen. Wurde fortgespült von der Erde. Geil. Gut, wir gehen jetzt zu Lord André. Und das ist das Letzte, was hier in der Stadt so. Junge, bleib jetzt bloß nicht da hängen. Komm hoch. Sehr schön. Du bist doch noch hinter uns, oder? Oh, verdammt. First Person Gothic. Okay, doch nicht. Waffe weg. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. So, wieder. Wo ist denn der jetzt da? Alles klar. Gut, dann geht's hier. Da gab's doch keine Frist, oder? Alles klar, dann geht's jetzt zu Lord André. Und dann gucken wir mal. Können wir dem Irrlicht auch sagen, dass er sich verpisst? Ich glaube nicht. So, wir haben jetzt einen neuen Companion, und zwar das Irrlicht. Wie wollen wir ihn nennen? Oder sie. Er, sie, es. Wie nennen wir das Irrlicht? Das überlegen wir uns. Wulfgar. Dann sprechen wir erstmal mit André. Innos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Oh nein. Wie nennen wir dich? Keine Ahnung, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe von einem meiner Männer gehört, es wären Steckbriefe von dir bei den Banditen im Umlauf. Das ist auch, du hättest die Sache zuerst abgestritten. Was laberst du? Sache dran? Ich weiß nicht, warum die Kerle mich suchen. Ich hoffe für dich, dass das stimmt. Warum bist du so leise? Bei der Miliz gebrauchen, der Dreck am Stecken hat. Die Banditen sind fast alle ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie. Warum suchen die uns eigentlich? Dass du dich auf irgendeine Weise mit diesen Halsabschneidern eingelassen hast. Ja, komm jetzt halt die Fresse, habe ich nicht. Aber hier. Er hat erzählt, dass du ein entflohener Sträfling aus der Minenkolonie bist. Was? Ich weiß nicht, was da dran ist. Und ich werde was ist, was macht... Fragen, aber du solltest das klären. Was soll denn die Scheiße? Kanter, du Assi! Kopfgeld kassieren. Wir müssen doch... Hä? Warte mal. Wir müssen doch... Warum ist jetzt ja keine Musik mehr? Wir mussten doch für Kanter diese eine Händlerin anschwärzen. Junge. Kanter! Na warte, wo ist denn der? Der hat seinen Stand wieder. What? Das ist, Junge, willst du mich verarschen? Sieh an, da bist du ja wieder. Ja, was ist das Irrlicht? Hatte ich dich nicht gewarnt? Du hättest mal besser getan, was ich dir gesagt habe. Das wollte ich doch gerade machen. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Fick dich! Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Junge, ich bring dich um. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen. Für, sagen wir... Ich wollte mir das Kurzschwert kaufen, Alter. Fick dich. Ich bring dich um, Kanter. Bist du gekommen, um... Ich werde dich umbringen. Ich habe nicht... Dann bist... Fick dich. Bist du gekommen, um... Bast. Wie viel war das nochmal? 500 Gold. Ich hab. Dann bist. So! Kanter! Na? Das kriegst du zurück, du Lappen. Junge, wir wollten das gerade machen. Wir wollten das gerade machen. Ich bin da gerade zu anderen gegangen. Alter. So! Und mit diesem Verrat. Sag ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic 2. Die Nacht des beschissenen Verräters.